So, steh du erstmal auf. Dass ich dich erledigen kann. Am besten renne ich dabei vor dem Bogenschützen weg. Dass die mich nicht mehr so gut treffen. So. Töte dich. Und dürfte damit einen von den garstigen Gegnern ausgeschrotten haben. Hi, du. Oh. Ja, da oben ist wieder ein ganzes Erschießungskommando, was uns auf uns wartet. Sehr gut. Okay, hier treffen sie uns. Das ist nicht so gut. Aber hier treffen sie uns nicht. Das heißt, hier können wir uns erstmal heilen. Und ja, erstmal die Schützen loswerden. Und bevor wir die Schützen loswerden können, müssen wir erst ihn loswerden. So. Okay, er blockt einfach. Wie gemein. Au. Sowas ist immer böse. Das ist auch böse. So, unser Speer ist schon ziemlich angeknackst. Wir dürften aber zum Glück nicht mehr allzu viele Gegner in dem Gebiet haben. Erstmal kurz umgucken und orientieren. Dann können wir kurz hier drauf schießen. Um das hier hochzuholen. Was jetzt nicht wirklich viel gebracht hat. Also holen wir es wieder runter. Da hinten ist noch so ein Ding zum Aktivieren. Das aktivieren wir aber später, weil wenn wir ja richtig gehört haben, ist hier wieder so eine Spuckechse, die wir erst ausschalten wollen. Damit wir hier an der antiken Steinleiter mal hochklettern können. Versuch zurückgehen und dann Schalter. Ja genau, hier oben müssen wir nämlich lang. Erstmal. Nachher gleich. Ja, das hier gibt jetzt das nette Problemchen. So, wir gucken mal kurz, ob uns das hier was bringt. Ja, außer dass wir jetzt hier unten sind. Und hier unten eigentlich nichts ist. Bringt uns das herzlich wenig. Also einmal hoch, bitte. Ja, Übersicht. Sehr gut. Wir wechseln mal kurz auf unseren Sturzring, damit wir hier heil runterkommen. So. Ja gut. Ich will als nächstes darüber und um darüber zu kommen, gibt es auch wieder einen kleinen Trick,
Beziehungsweise darüber möchte ich. Da drüben komme ich nicht so leicht hin. Und die Dinger kann ich leider nicht so kaputt schießen. Da mein Bogen nicht genug Wumms hat. Da bräuchte ich Zauber für. Deswegen nehme ich einfach einen kleinen Trick. Bitte ruhig nachmachen zu Hause. Und zwar wieder den Katzenring. Und dann fallen wir vorsichtig hier runter. So, denn von hier aus können wir das Ding anschießen, was uns nach oben bringt. Ja. Und hier rein. So, Echsen ausschalten. Und ja, die schaltet man mit Fernkampf aus. Alles andere klappt nämlich nicht, weil man nicht ordentlich zielen kann. So. Und wir landen bei ihm hier. Dem versucht springen, aber Loch. Dem Reparaturbaum. Normalerweise. Nachricht lesen. Schwungangriffe benötigt und dann Hurra für Trost. Exzentriker voraus. Bösewicht voraus. Ups. Eigentlich dachte ich eher, der verströmt etwas, was unsere Waffe repariert. Und gibt uns nicht eine Wurzel. So hatte ich das eigentlich in Erinnerung. Außer ich habe gerade die falsche Waffe benutzt. Ich hätte ihn, glaube ich, mit der genau, mit der Stachelpeitsche treffen müssen. Dann hätte er Heilung verströmt. Na gut. Fackel einsacken. Und ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir die ganzen Dinger hier anheben. Machen wir mal eins nach dem anderen. So, da ist kein Secret versteckt. War das jetzt... Nein, das war falsch. Das hebt nämlich das Ding hier an. Das wollte ich erstmal nicht anheben. Und jetzt komme ich hier nicht mehr runter. Au. Okay, hat geklappt. So, ich wollte nämlich eigentlich genau das da drüben anheben. Und wie man sehen kann, ist da noch was zum Looten drin. Deswegen wollte ich eigentlich das zuerst anheben. Also senke ich das da wieder. In der Hoffnung, dass wir an den Loot rankommen. Was wir auch tun. So. Nein, was wir nicht tun. Jedenfalls weder von hier noch von da drüben richtig. Hebe ich mal dich an. Ich glaube, du hattest keinen Loot da unten. Nein. Du bist massiv, genau wie du eigentlich massiv sein müsstest. Jo. Und wie man sehen kann, der hat sogar an zwei Stellen Loot. Deswegen hole ich jetzt erstmal dich hoch. Dass wir hier das Leuchtfeuer
wenigstens berühren. Hurra für Springen. Ja, da kommen wir nämlich da unten hin. So, jetzt will ich aber erst einmal an den Loot ran kommen. So, das geht so nämlich am besten. Da ist nämlich einmal der Donnerquarzring, also der Blitzring, plus 3 versteckt gewesen. So, jetzt will ich auf das da schießen. Dass der wieder runterfährt. Und wir hier drüben rankommen. Oder auch nicht. Ja, holen wir unsere Seelen wieder nach oben. Wenn sie nicht da oben gleich beim Leuchtfeuer sind, was wir angeditscht haben. War gut, dass ich das gemacht habe. Ja, da sind unsere Seelen. Gut. Und dann einmal bitte nach oben wieder mit dir. Wie habe ich dich vorhin runterbekommen? Wahrscheinlich so. So, diesmal hat es geklappt. Jetzt muss ich nur noch wieder gucken, dass ich zurückkomme. So. Können wir einfach hier entlang gehen. Erst den ausschalten, da kommt nämlich gleich sein Freund eigentlich. Genau. So. Weg mit dir. Finstergeist voraus. Kann ich mich jetzt gar nicht so daran erinnern, dass hier ein Finstergeist kam. Hier sind erstmal nur rostige Münzen. Glück und Geldsack voraus, ja, weil da Münzen waren. Und wie man sehen kann, hier wartet schon wieder ein Aufzug auf uns. Also noch eine Abkürzung. Neben der da oben. Ja, da oben sind wir hergekommen. Wartet jetzt noch eine Abkürzung auf uns. Und wow. Dieser Drache ist unentspannt. Ja, der ist irgendwo von da hinten unten gekommen. Und hat sich jetzt wieder dünn gemacht. Noch ein alter Pflanzbalsam. Das ist doch wirklich das, was ich denke, was es ist, oder? Nein. Ja, doch, Pflanzenbalsam macht mich stärker. Was mir nicht so wirklich was bringt. Also ja, damit haben wir den Teil von Shuva abgeschlossen und betreten nun den nächsten Teil. Jo. Aus Indiana Jones Filmen und so weiter haben wir doch eigentlich gelernt, dass es nie gut ist, wenn sowas passiert. Dass man dann eigentlich umkehren sollte. Aber nein, wir haben jetzt das Heiligtum des Drachen betreten. Stehen schon mal vor verschlossenen Türen. Und hören Gesang im Hintergrund. So, das hier können wir aktivieren.
Dann machen wir schon mal hier die Zelle auf. Oder die Falle, je nachdem. Hier ist keiner, der gleich wieder zumacht. Nein. Was auch nicht so schlimm für uns jetzt ist, denn wir können uns ja jederzeit rausporten. Das wäre also langweilig für uns. So, hier kommt jetzt die beknackteste Stelle überhaupt in diesem DLC, bei der ich nagelgenagt habe.